So, hallo, mit KI an zusammen. Hey, Kalen, mein zweiter Vorname ist Kalen. Ja, ich weiß. Kämpfen wir uns jetzt hier durch das Gebiet, das ist der Kapellenzugang. Du darfst jetzt genauso kommen wie vorhin. Ja. Wir machen das einfach genauso wie vorhin. Du läufst Ja. vor, ich laufe dir nach. Weil ich den Weg eh schon wieder vergessen habe. Kennst mich ja. Aber es macht nichts. Der Weg ist ja Gott sei Dank nicht lang, nur nervig. Ja, es ist ein ekliges Gebiet. Warum eklig, werdet ihr gleich sehen. Aber man kann jetzt schon sagen, für Arachnophobia ist das hier die Hölle. So, ich hab dir auf jeden Fall ein paar Items besorgt. Ah, danke. Du musst nur passend fallen. Also hier, so, dass du hier dran kommst. Dann ist alles super. Große Tittenscherbe und glitzernde Titten. Ja, damit kannst du deine Waffe aufbessern. Ja. So. Ja, das hier sind die Art Gegner, die uns hier begegnen. Mit Spinnen zusammengemixte Menschen und auch Spinnen ohne Menschen. Ja, und auch Menschen ohne Spinne. Wo bist du jetzt? Ich habe nur schnell die Spinnen getötet, die uns sonst in den Rücken fallen. Da kommen schon die nächsten. Ich hänge ja fest. Ja, Vorsicht, das darf dich nicht töten. Das ist dieses ekelhafte Versteinerung, wo man im Dark Souls 1 so Panik davor gehabt hat. Aber hier bin ich Gott sei Dank noch nie versteinert worden. Auch nicht, aber ich habe noch keinen einzigen Gegner bis jetzt getötet, weil hier überall Sachen im Weg stehen, die mich daran hindern, an die Gegner ranzukommen. Macht nichts, jetzt kannst du einen töten. Oh nö. Ja, wieder ein NPC, der uns mal wieder übelst auf die Nerven geht. Versuche dem ja die ganze Zeit in den Rücken zu stoßen, aber. Hast du geklappt? ja, aber es zieht auch nicht viel ab. Egal, den haben wir gleich. Kaputt. Ach ja. Guck Die mal, nächste tödliche Falle. die haben hier Menschen aufgetürmt. Und verbrennen die. Warum tun die sowas? Erledigt. Menschen aufgetürmt und verbrannt. Ja, Ja. hier, da. Das sind die Bauern von vorhin. Ah. Von dem letzten Mal, wo wir die Spinne das letzte Mal gesehen haben. Die Spinnen. So, und jetzt ein schöner, ekliger Raum, weil ihr seht da oben Spinnis. Ja, aber ganz wenige. Kaum welche. Die sind zum Glück auch nicht allzu stark. Also die halten nicht viel aus, meine ich damit. Ja, aber dafür hauen sie ordentlich, ordentlich rein. Das ist bei Gegnern, die wenig aushalten, meistens so. Oh, ich hasse es. Und da oben, oh, war das Die habe schon ich schon nicht? getötet. Achso, Die okay. war gerade so in meiner Anvisierung. Ja. Da hängt Aber da nämlich auch noch hinten einer. dran, da liegt ein Item. Ah. Dafür ist nämlich die Spinne. Spinne Ja. da. Das soll das Item einlocken und dann fällt dir eine Spinne auf den Da Kopf. darfst du beides mal aktivieren. Dann sind wir ja auch schon fast unten. Aber auch noch fast. Ja. Denn auch der nächste Boss ist wieder ein Urleuchtfeuer-Boss. Genau. Hi Kumpel, na, wie geht's? Er sieht ziemlich erschöpft aus. Also eine wilde Nacht hinter sich anscheinend. So, hier bitte langsam, dass einer vorgeht, dann der nächste, weil hier gab es schon öfters Verbuggungen durch diesen engen Gang. Verbuggungen. Ach, übelst, wenn du plötzlich die Treppe nicht mehr hochlaufen kannst und kannst nicht mehr vor und nicht mehr zurück. Ach, jetzt sind wir hier in dem Raum, wo unfassbar viele Spinnenweben hängen und Spinnennetze. Die uns natürlich dann als Brücke dienen. Ja, aber die uns langsam machen und die Spinne natürlich nicht. Natürlich nicht. Die fühlen sich wie zu Hause hier. Da lag tatsächlich eine Spinne hinter ihm. Ich bin da extra vorbeigerannt, damit die Spinne von der Wand fällt. Ach so. Ich weiß ja ungefähr, wo die Gegner sind. Ich habe schon wieder so einen Pharosstein eingesammelt. Ja, das ist gut. Die kannst du auch noch ein paar Mal gebrauchen. Die öffnen ja immer irgendwelche Geheimnisse. Ja. Gute und böse. Ah, jetzt kommt das wieder. Geronimo! Aber wir sind ja jetzt unten. Ja.
Ich bin eigentlich nur da, um hier ein Dingens einzusammeln. Wo ist denn eigentlich dieser Typ, den du eben gerufen hast? Ja, dafür machen wir jetzt erstmal die ganzen Spinnchen hier weg. Okay. Ach, mein Inventar ist voll, deswegen kann ich das Ding ja mitnehmen. Vorsicht, da sind glaube ich 2 oder 3. Ja. Doch kein Problem. Hey, du scheiß Kackspinne. So. Da ist noch eine. Ach, komm die alle her, ey. Ja, die hängen da überall an der Decke und in den Netzen und überall. Das ist ja ekelhaft. Da vorne um die Ecke ist auch eine. Wenn man den Weg so oft gegangen ist, wie ich, weiß man ungefähr, wo die ganzen Spinnchen auftauchen. Das glaube ich dir. Ich glaube, ein Großteil des Spiels besteht daraus, Sachen zu sich zu merken und auswendig zu lernen. Ja, und hier hinten ist der NPC, der Ascheritter Boyd. Achso, ich muss auch erstmal Dingens ablegen. Da gibt es auch einen Fachausdruck für. Weißt du, wie der heißt? Was? Trial and Error. Für, ne, versuchen und sterben. Ach so, ja. Und sich dann merken und so weiter. Naja, egal, wir haben den Ascheritter Boyd auf unserer Seite. Der ist nicht wirklich der Stärkste, aber er lenkt ab. Genau, der ist der Köder quasi im nächsten Kampf. Denn jetzt sind wir schon da. Ja, freue ich mich. Ja, ne. Genau. Ja, der ist auch schon Freya, die Liebste des Herzogs. Wie sieht denn der Herzog aus? Wissen wir das schon? Ja. Hast du bei mir gesehen vorhin? Ich habe den Herzog nämlich getötet. Ja, das ist mir eben auch passiert, aber da bin ich nicht gestorben bei jedem Kampf. Ich weiß gar nicht, was du gemacht hast. Die spuckt immer mit so irgendwelchem Zeug. Und das hat mich direkt erwischt und gekillt. Achso. So, versuch mal 2. Ja, aber im Schnelldurchgang. Ja, naja. Zack! Schnelldurchgang, die Gegner sind ja trotzdem wieder da. Zack! Ach ja. Ich hab ja keine starke Waffe. Kann ich die kaputt machen? Wenn du deine Waffe in 2 Hände nimmst, mit Sicherheit. Da, sowas hasse ich. Ja, kann ich. Ich würde gerne Magie werfen. Kann ich. Ach, guck mal, das Menschenbild, was ich gerade eben eingesetzt habe, habe ich jetzt direkt wieder drin. Ja, Gott sei Dank. Naja, dann metzen wir uns halt noch ein bisschen durch. Ich hätte so befürchtet, dass der Part wieder zu kurz wird, aber... Gott sei Dank, muss man dazu sagen, haben sie das mit den Menschenbildern hier auch verbessert. Weil jedes Mal, wenn du ein schwarzes Phantom tötest, auch wenn es jetzt ein schwarzes Phantom eines PvPler jetzt ja. Eines PvPler ist, dann kriegst du auch ein Männchenbild. Okay. Das war die ganze Zeit nicht so. Wenn du das sagst. Wo, ich hau ab und trink was. Jetzt kotzt die Spinne mit, die kotzen mir in den Rücken! Ich kann mich nicht mehr bewegen! Das ist... na toll. Ich konnte mich nicht mehr bewegen! Ah, dieser Part ist wieder verflucht. Ja, dann wart da unten. Wenn du die Gegner getötet hast, dann wart dort einfach am Kapellenzugang. Also in der Kapelle da. Hier? Ja, wart dort einfach. Ich leg dann dort mein Seelenzeichen wieder hin. Okay. Ich versuche noch die Spinne hier kalt zu machen. Vorsicht, die kommt nach unten und setzt sich an dir fest. Du musst die Bank zerstören. Nee. Ah, ja.
Ja, tut mir leid. Dieser Part wird wahrscheinlich aus vielen Schnitz bestehen. Ich weiß jetzt auf jeden Fall, was dich getötet hat. Ja, genau das. Und das kam halt verfünft. Ja, weißt du auch warum? Du kannst da nicht mit, kannst dich ja kaum noch bewegen. Ja. So, wir haben uns jetzt gerade wiedergefunden. Ja, nachdem ich so einen ganz tollen Fail hingelegt habe. Also mir passiert's auch, ich sterbe auch mal. Ja, aber wir sind halt immer noch nicht beim Endboss. Nö. Aber da kommen wir auch noch hin. Wait for me. Ich mache da nur schon mal ein paar Spinnchen platt. Ich brauche endlich meine andere Waffe. Ich renne immer noch mit meiner Anfangswaffe darum. So, die Spinne ist auch Geschichte. Ah, Moment. Fällt da gerade ein. Ich bräuchte mal wieder den anderen Ring. Dann kann ich nämlich gleich unseren Kumpel wieder direkt rufen. Ja. Hui. Oh, ich bin nach unten gesackt. Also ich bin jetzt ganz unten. Das macht nichts. Oh, ich hätte noch einen Millimeter Energie gehabt. Ja, es ist immer so. Ich musste auch wegen einem Millimeter Energie immer das zweite Mal zuschlagen. Und wenn ich einen schweren Schlag benutze, schlage ich über die Dinger drüber. Au! Wow! Da kommen gerade ein paar. Ja, ich habe gerade ein paar getötet. Das sind nur zwei. Ja, aber ich kam gerade zu schnell. Okay, war's das? Ich glaube fast. Dann rufst du schon mal den Void. Ja. Ich töte noch die da vorne in der Ecke. So, dann müssen wir sie eigentlich haben. Okay. So, dann werde ich jetzt erstmal links rumlaufen oder rechts rum. Hauptsache erstmal weg von dem. Ja, so wie ich rechts rum. Von einmal in die Mitte vom Feld. Ja. Und dann soll es hoffentlich funktionieren. Ja, müsste. Wow. So, genau. Einmal erstmal hier rum. Ich habe sogar geschafft, meine Dinge einzusammeln. Und dann kannst du erstmal gechillt die ganzen Spinnchen töten. Naja, gechillt ist auch so eine Sache, ne? Oh. Genau deswegen. Weil das Vieh kotzt nämlich so einen Laserstrahl, der unfassbar viel abzieht, wie in einem Kreis kotzt. Ja, wobei man sagen muss, dieser Laserstrahl wurde schon mal geupdatet. Weil der mal so stark war, dass er dich mit einem Schlag einfach getötet hat. Ja. Das war dann doch ein bisschen zu krass. Yay, ich hab einen Schlag gelandet. Ja, das Vieh hatte nämlich auch zwei Köpfe, vorne und hinten. Und irgendwann ist ein Kopf halt besiegt quasi und man kann ihm nichts mehr abziehen, dann muss man schnell zum nächsten wechseln. Ja, mir ist auch vorhin aufgefallen, das allererste Mal, dass dieser Kopf sogar abfällt. Ja, das habe ich nicht gesehen, aber ich habe die leere Stelle gesehen, wo der Kopf mal saß. Ich trink mal kurz was. Ja, mach das. Wir haben alle genug Kontrolle. Gut. Das werde ich machen. Ich gehe schon mal zum nächsten Kopf. Ja, versuch. Der andere dürfte nämlich gleich eh schon Geschichte sein, wie das aussieht. Nein, 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 nein. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Ja, ich glaube, der eine Kopf ist weg. Oh, scheiße. Oh, fuck, ey. Macht nix. Versuchen wir nochmal. Oh, es nervt. Macht nix. So, da sind wir wieder vor dem Nebel. Das dritte Mal. Und das dritte Mal stehen wir vor diesem riesigen Mistvieh. Das ist jetzt gleich. Klappt doch immer besser. Naja, wenn du meinst. Ich hoffe mal, dass es jetzt klappt. Ich habe nämlich keine Lust mehr. Okay, Aschritter Beut steht da in der Ecke. Der soll mal kämpfen. Der kämpft gerade gegen eine kleine Spinne. Er soll gegen die große Spinne kämpfen. Der ist unser Köder. Mit so einem Angriff hat er mich eben erwischt. Ja, die Angriffe sind nicht übel. Zieht dir ordentlich was ab. Ja. Deswegen stehe ich ja extra immer weit weg. Ja, ihr habt halt Magie, ne? Ich habe Magie, Gott sei Dank. Ich mache das immer so. Ich habe das bei Dark Souls einfach gemerkt.
Als Magier komme ich besser klar mit allem. Jetzt kotzt die da wieder. Ja, die Kotze hat mir gerade auch ordentlich was abgezogen. Naja, ich habe ein bisschen mit der Flammenschneise nachgeholfen, aber... Ja, macht nichts. Halt dich einfach ein bisschen zurück. Wie schaffen das? Ja, aber die hört gar nicht mehr auf. Ja, das ist gerade gut. Aber wenn die so weitermacht, kann ich mich auch nicht mehr nähern. Macht nichts. Ist der eine Kopf tot? Ich glaube schon, ne? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Ich traue mich nicht dran zu gehen. Normalerweise dürfte nicht tot sein, weil... Doch, ist er tot? Ja, der andere Kopf fehlt schon. Ja, weil der... Ah ja, da vorne liegt er. Ho! Hola, die Walti. Ich würde ja gerne mal drankommen, aber immer wenn ich da bin, dreht die Tussi sich. Oh, genau das passiert ja andauernd. Du Mistvieh, ey. Ich häng fest. Unter ihr? Ja. Scheiße. Ich häng komplett... Oh, danke. Oh. Das haben wir noch mal geschafft. Ich versuche mein Bestes. Ich kann ihr nichts versprechen. Sie verfolgt mich. Ja, aber die falsche Seite verfolgt dich doch, ja, oder? Komischerweise. Aber das hindert sie ja nicht daran, mit ihren ekelhaften Beinen zuzustampfen. Ja, ich versuche jetzt erstmal die kleinen Spinnchen hier wieder zu töten, die herumrennen. Ich bin nämlich auch schon passiert, dass ich Freya getötet habe und eine kleine Spinne kam von hinten und hat mich gekillt. Was geht das wieder los mit diesem ekelhaften Zeug? Ist sie tot? Ja. Ach cool, danke. Ich versuche hier noch ein paar kleine Spinnen zu töten. Ja, die kleinen sind ja nicht so das Problem. Sag das nicht. Wie gesagt, ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Gut. Aber vielen Dank. Bitte, gerne. Dafür bin ich da. Aber das war's jetzt noch nicht, Schluck, leider. Sei die Sonne. Jetzt kommt nämlich noch was, bevor ich Panik habe. Aber erstmal müssen aktivieren wir hier das Ding. Genau, die große Seele umarmt. Genau. Wodurch später ein Kristall, eine Kristallsäule entsteht. Bis zu diesem Drachen, der da oben hängt. Ja. Und dadurch werden wir... Kann man ja auch mal zeigen, das ist ein toter Drache, der da hängt. Dadurch werden wir eine Seele erhalten. Ich gehe davon aus, es könnte auch eine Tränen sein. Ich muss da wahrscheinlich weiter, ne? Genau. Okay. Dann gehen wir mal schnell. Ja, geh du mal schnell. So. Ja, und ihr seht schon sehr viele Warnungen, nicht ohne Grund. Ja. Erstmal dran, vorne, das was. Ist der erste Gegner. Ja. Aber der hat nicht viel drauf. Das ist der Fürst. Das war der Fürst. Genau, das war der Fürst. Was für ein Fürst war das? Der Typ, der Freya erschaffen hat. Ah. Und wie erfährt man das? Indem man die Geschichte wieder sich in den Kopf ruft, was man schon gehört hat. Ah, okay. Ja, und da ist jetzt das andere Problem. Wie ihr seht, da hinten steht etwas. Willst du mal kurz nochmal erklären, wer das ist? Weil ich kann das leider nicht mehr so... Das ist Vengals Körper. Vengal ist dieser eine Kopf, den wir mal getroffen haben. Und der Körper steht da halt jetzt und tötet alle möglichen Gegner. Füll dich auch auf. Ja, und leider ist neben ihm das Urleuchtfeuer. Genau. Das heißt, ich muss erstmal den töten. Jetzt benutzt nochmal. Genau. Und jetzt renn schnell zurück. Oh. Zu den Flammen. Ja. Wie sieh den an. Ja, genau. Geh in den. Scheiße, deine Flamme ist weg. Dann musst du den Rest jetzt so töten. Siehst du, deine eine Flamme hat nämlich jetzt unwahrscheinlich viel abgezogen. Oh, ja, und der zieht mir aber auch unwahrscheinlich viel ab. Du brauchst mehr Ausdauer. Ich sehe das schon. Jetzt schlag zu. Ja, du hast ihn. Gott sei Dank. Super. Puh. Vengals Rüstung, Vengals Handschuh und Vengals Stiefel. Ja, ich werde jetzt wahrscheinlich gleich direkt beenden. Deswegen werde ich vorher noch mal schnell gucken, ob irgendwas von dieser Rüstung... Vengals Rüstung ist sehr gut. Ja, aber kann ja sein, dass sie wieder zu schwer ist. Du hast den Kopf nicht. Stimmt. Das Vengals Rüstung, ja. Ja, ist aber ein bisschen schwerer, aber dafür auch unwahrscheinlich stark. Aber ich kann es wahrscheinlich nicht mehr... Doch, kann ich noch. Cool. Dann kann ich die schon mal anbehalten. Ja, wenn du das möchtest. Ja, wenn sie besser ist, ne? Vengals Handschuhe. Ich weiß nicht, ich lasse erstmal. Ja, lass erstmal so. Ja. Okay, dann entzünde ich mal kurz das Urleuchtfeuer. Gott sei Dank. Schon das dritte, ne? Das dritte von vier. Ja, das dritte. Ja.
Dann werden wir noch schnell zum fernen Feuer zurück. Obwohl, nee, das müsst ihr ja nicht unbedingt mitsehen. Ja, dann würde ich sagen, war es das für diesen Part. Und im nächsten Part machen wir uns dann sogar schon auf den Weg zum letzten Urleuchtfeuer. Genau. Also, bis dann. Bis dann.